Alles klar, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum heutigen Stream. Mein Name ist Ronny Berger. An meiner Seite Knirps Abi. Merhaba. Sind mal Late Night in Berlin unterwegs. Krass, oder? Mal gucken, was hier so Late Night mäßig abgeht. Heute ist Mittwoch. Die Leute sagen auch immer, Mittwoch ist quasi der Vize-Freitag-Donnerstag. Hallo. Guck mal, die Lampe hält wieder ohne. Aber wenn ich einmal bewegst. Nein. Guck. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Ort. Wir waren ja gerade eben vorher bei Knirps auf dem Kanal. Da haben wir gesagt, wir gehen einmal nochmal zur Badewanne. Wir wollten einmal nochmal gucken, ob das noch hier ist. Und es ist da. Ey, das ist ein schwarzer Beutel. Da sind locker Sprung drin. Jetzt habe ich Fingerabdrücke drauf, ne? Ah, es ist. Wir wollen die eigentlich sichern. Mein Traum ist eigentlich, die zu sichern, damit niemand anderes ein Boot daraus bauen kann. Aber die ist ein bisschen schwer. Oh mein Gott, ist die schwer, Alter. Ich kann sie nicht mehr tragen. Ich habe das Gefühl, du bist viel glaubwürdiger als ich. Egal, was du sagst, die Leute übernehmen das einfach. Die sagen dann so, was du gesagt hast. Egal, was ich sage, die sind so, ja, klar, na klar. Außer bei den Drogen, das glauben die Leute dir nicht, dass du keine Drogen nimmst. Vamos, oder? Wir stehen so lange rum hier, ne? Ich wollte ganz kurz gucken, fragen, ob der hier Kleberzeug hat. Soll ich mitnehmen gehen? Ja, ja. Okay. Habt ihr Sekundenkleber? Nein. Oder so Klebeband, irgendwas in der Richtung? Kauft ihr sowas? Super. Tesafilm. Ja, nee, lieber nicht. Habt ihr so einen Stöpsel für so eine Badewanne? Aber Golfschläger. Oha. Was ich nicht immer frage bei den Läden, warum die so gegen so eine Frucht sein können. Hä? Wie? Warum nennen die sich denn alle Antiquittenladen? Sorry. Wo geht Ronny denn jetzt hin? Soll ich jetzt weglaufen vor ihm? Was ist denn mit Ronny los? Ich gehe einfach mal weiter. Was mache ich denn jetzt? Wollen wir schnell mit dem Emmy wegfahren? Bleib da. Bro, hier ist direkt eine Fensterscheibe, Alter. Das kannst du nicht machen, Alter. Das war gut. Ein Ball hast du nur gekauft. War das jetzt blöd? Den verlieren wir doch sofort. Das ist ein schlechter Deal. Ich kann das nicht mit diesem Verhandeln. Wie viel hast du bezahlt? 13,80 €. Was hat Yamaha nicht hergestellt, ne? Motorräder, Klaviere, Golfschläger. Frauen, wo gehen wir jetzt ein bisschen golfen? Nimm den Ball mal in so deinen Mund. Was ist, wenn diesen Ball sich irgendjemand in den Arsch geschoben hat schon? Wärst du einer der wenigen Menschen, die schon mal in ihrem Leben einen Ball in den Mund hatten, den schon mal jemand anderes schon mal in seinem Arsch hatte? Ja, cool. Guck mal, hier ist unser Golfplatz. Siehst du schon noch eins? Ja, klar. Hier drauf. Jetzt kommt die Schaufeltechnik, ne? Okay. Oh, das war nix, ne? Du hast insgesamt 4 Schläge. Das war der dritte. Nicht auf mich. So, jetzt zeige ich mir dir mal wieder, wie man das macht. Pass auf, ein Schuss. Anlupfen. Oh. Glaubst du, wir finden irgendwas, was wir damit kaputt schlagen können? Ja. Okay. Oh, guck mal, wenn wir in den Schuh reingolfen würden, der war vielleicht so hochkant aufgestellt. Hochkant? Ja, so dass die... So. Ja. Das ist das Loch. Man muss eins von diesen 3 Löchern jetzt hier treffen. Von da drüben, ja. Ganz rüber. Hier sind viele Leute, ne? Mitten auf dem Golfplatz. Kennst du das? Also bei mir ist das nicht so. Oh! Oh! Du siehst aus wie ein echter Golfer, ne? Oh! Oh! Ja! Knirps Abi. Zielt. Und Schuss. Oh, das war aber daneben. Mann, das ist ja ein fantastisches Spiel. Ich wusste gar nicht, dass City Golf so viel Spaß macht. Ist das unser Loch? Das ist das Loch. Oh, das ist ja geil. Das ist ja toll. Ja, gutes Loch. So? Ja. Okay, und wie weit? Irgendwo hier vorne, so in der Mitte, oder? Von der Wiese. Bro. So stark? Ja. Ja. Okay, aber ich finde das gut. Langsam rantasten ist besser als Querschläger. Wie viele Maximalschläge machen wir? 7 Maximalschläge, okay. Du hast jetzt 4 gebraucht. Oh, das war gut. Oh, einen hast du noch. 7. Schuss. Ah! Der bleibt ja gar nicht im Loch. Hä? Du hast es kaputt geschlagen. Ach du, ich zeig dir mal was Krasses. Jo! Digga, pass auf, ne? Pass auf, Ronny. Nicht zu fest. Was sind deine letzten Worte vor dem letzten Schlag? Mama, ich liebe dich. Er zielte, der war drin. Unentschieden. Okay. Gut gespielt.
Alter, Berlin City Gold. 13,80 € für so viel Spaß. Aber ich habe das Gefühl, die kurzen Bahnen sind besser. Die bocken mehr, oder? Das heißt, wir sind jetzt auf der Suche nach dem nächsten Loch. Wie findest du Orenborn? Probier mal. Probier du. Nein. Wieso nicht? Übrigens, ne? Wir sind Streetgolf-Profis. Wir machen das fast jeden Tag und kennen uns aus. Ne? Wir wissen um die Gefahren mit Autos in der Nähe und sowas. Uns passiert das nicht, weil wir sind Profis. Aber ihr habt nicht so viel Erfahrung, deswegen bitte nicht nachmachen. Hier, zack, so, da geht's rein. Okay, man muss hier durch. Und Er nimmt die Nadel mit. Und. Der Ball rollt zu weit am Loch vorbei. Ganz schwerer Untergrund. Wir haben hier einen sehr flachen Untergrund. Okay, wir haben Passanten. Das macht natürlich das Streetgold. Das macht das Streetgold immer spannend. Der Fehler. Was er wohl gerade denkt. Er versucht ihn anzudrehen und auch das sah nichts. Der fünfte Schuss. Er hat noch zwei Schuss übrig. Er schießt und bereitet ihn vor. Bleibt er liegen in der Rille und. Ist das was? Der Ball rollt in Richtung Loch, aber bleibt stehen. Er zielt, schießt und... Ja! Treffer! Glaubst du, du schaffst weniger? Ja. Oh, der war gut. Oh, komm, Nein, Digga. Du hast auch einmal vom Start angefangen. Ja, komm. Das ist erlaubt. Man darf entweder von da, wo man war, oder vom Start. Ja, klar. Komm schon. Oh! Nein! Oh! Das war der dritte, ne? Und da erstmal wieder raus. 4. Nein! Zu fest! Zu fest! Der wievielte war das, Chat? 6. Vorbereiten. Oh. Nummer 6. Jetzt. Nein. Komm schon. Kann ich mit Knirpsos gleichziehen? Oh mein Gott! Der siebte Schuss ging daneben. Wie konnte das denn geschehen? Das heißt, es steht 1-1. Gleichstand. Letztes Tor entscheidet. Also wenn wir hier starten. Diese Steine kriegt man auch nicht so leicht hier aus dem Boden raus, ne? Bergab ist die ganz sicher. Bergab ist doch besser. Schwierig, mehr Challenge. Das Schild da. Das ist halt das Ziel, meinst du? Und was dann? Das treffen wir einfach nur. Dadurch. Ach, zwischen unter den Beinen? Ist das nicht ein bisschen weit? Okay. Wer fängt an? Wir machen Schere, Stein, Papier. Ein bisschen aufgeregt jetzt, ne? Schere, Stein, Papier. Du fängst an. Hier ist der Start. Da hinten. Ganz da hinten. Da ist das Ziel. Hey, was geht? Er schießt, er zielt. Pass auf, ne? Lieber präziser als Kraft. Der erste Schuss. Okay, der war gut. Der war sehr gut. Nicht. Zweiter Schuss, Alter, der war stark. Aber jetzt ist es spannend, ne? Nochmal, das Ziel ist es, von hier nach hier durch das Tor zu schießen. Der rollt. Das ist eigentlich ein guter Start, ne? Okay. Nein! Der ist daneben, Mann, der ist daneben. Du hast noch drei Schüsse. Er konzentriert sich, er zielt und... Hey! Da ist das Ziel, aber gut vorbereitet, denke ich. Ja. Noch nicht urteilen, der kommt noch. Der kommt um die Kurve. Guck mal, er rollt, er bahnt sich den Weg. Da ist das Ziel, das... Okay. Oh! Das waren 7 Schüsse. Man weiß ja, beim Streetgolf gibt es noch eine ganz spezielle Regel. Wenn man das nicht in den 7 Versuchen geschafft hat und das Jahr durch 2 teilbar ist, darf man im Finale noch einen Trickshot machen. Ja. Und wenn man es dann schafft, dann zählt es wie ein Schlag. Die Energie hat gefehlt, ne? Kling, kling. Oh mein Gott, ein starker erster Schlag. Oh mein Gott. Was für ein Schuss. Na, nicht zu früh, Freund. Aber okay. Oh, das ist ein schwieriger Boden. 2. Das ist ein ganz schwieriger Boden. Ja. Oh! Digga. Ja, da hättest du. Aber der kommt quer. Ey, Streetgolf. Streetgolf. Ronny Berger, der Mann, der Schläger, der Ball.
nur die 13 jetzt. Und er schlägt. Was sehen wir da? Der Ball. Wie beim Zwickgott üblich, er läuft ganz anders, als man es erwartet. Nein! Das abschüssige Gelände ist sicherlich auch schuld mit daran, dass der Ball so einen Weg hinter sich hat. Kurz angetäuscht, in die richtige Richtung zu gehen, dann aber doch komplett falsch. Ja. Aber wie wir wissen, beim Streetgolf gibt es die besondere Regel im Finale. Und wenn sich die Jahreszahl durch zwei teilen lässt, ist der letzte Schuss legitim. Du hast noch eine Chance. Dein letzter Schlag muss aber ein Trickshot sein. Einhändig, zwischen den Beinen, ohne zu gucken. Man nennt ihn auch der einarmige Ronny, so wird er im Golf. Gut gespielt. Das heißt, wir haben jetzt zwei Sieger. Ja, klar. Ruft jetzt an unter der 1077777 für mich und mit der Endung 08 für Ronny Berger. Und einfach, wenn ihr für Knips stimmen wollt, 01777777 mit der Endung 07. Damit könnt ihr jetzt abstimmen, wer der Sieger der Herzen werden soll. Und die Mercedes-Benz-Arena. Schlaf nachts auf ein Vakuum, Hase, Pep, trinke Whisky, kein Schwarzbus und Flasche Sekt und Deutschrap, alles von A bis Z. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in der Mauze. Hammer. Sie ist ein Berlin City Girl. Gute Fahrt. Grüße.